Die Frage ist, welche Sprachen, also welche kontextfreien Sprachen, natürlich, kann ein deterministischer Kellerautomat mit leerem Stack erkennen? Also in dem Modus, wo er, um das Wort zu erkennen, den Stack komplett leeren muss und ja, die Endzustände keine Rolle spielen. Nehmen wir mal eine Beispielsprache, zum Beispiel hier die Sprache aus a hoch n, b hoch n. Mit n größer gleich 1. Stellen wir uns, ja, nehmen wir mal irgendwie ein Wort daraus, zum Beispiel 3 A's, 3 B's. Und dann stellen wir uns vor, wir wären ein Kellerautomat, der mit leerem Stack akzeptiert und wir wollen das Wort deterministisch parsen. Also wir würden, ja, wir wissen, wir wollen genauso viele A's wie B's lesen. Und um die zählen zu können, müssen wir für jedes A ein Zeichen auf den Stack packen und dann für jedes B ein Zeichen, also genau das gleiche Zeichen wieder von dem Stack runternehmen. Das heißt, der Stack ist dann genau leer, wenn ich das Wort gelesen habe. Ich lese hier also 3a, pack dann drei irgendwelche Zeichen auf den Stack und nehme 3 wieder runter. So, das kann ich deterministisch machen, weil solange ich a sehe, weiß ich, dass ich hier in der linken Hälfte von dem Wort bin. Und sobald ich das erste B sehe, weiß ich, dass ich hier in der Mitte von dem Wort bin. Und sobald ich dann halt diese gleich vielen Bs wie As gelesen habe, weiß ich, dass dahinter nichts mehr kommen kann. Ich weiß also eigentlich an jeder Stelle, oder wenn ich hier diesen Teil betrachte, ich weiß dann als Automat an jeder Stelle, wo in diesem Ausdruck ich mich befinde. Nehmen wir mal eine zweite Sprache als Beispiel. Nehmen wir die Sprache der Palindrome. Über dem Alphabet A und B. Und jetzt nehmen wir mal irgendein Wort daraus, zum Beispiel A, B, BA. Wenn ich ein deterministischer Kellerautomat bin, der das Wort mit leerem Stack akzeptiert, und ich fange an, das Wort zu lesen hier. Ich lese das A und das B. Und dann denke ich mir, okay, jetzt könnte es sein, dass ich an der Hälfte bin. Ich muss jetzt den Stack, den ich über die erste Hälfte aufgebaut habe, wieder abbauen. Dann lese ich halt das mit dem nächsten B wieder ein Zeichen von dem Stack, also nehme das Zeichen vom Stack runter und nehme für das A dann auch wieder ein Zeichen runter. Und dann ist das Stack leer. Aber was mache ich, wenn das Wort noch länger ist, also wenn das zum Beispiel A, nochmal A, B, B, A kommt und dann die Hälfte des Wortes hier ist. So, dann will ich vielleicht deterministisch parsen, dann denke ich mir, okay, ich sehe hier 2b, ich könnte an der Hälfte sein und fange an, den Stack abzubauen und dann sehe ich hier, oh, ich habe mich geirrt, da kommt ja doch noch viel mehr und dann muss der Automat halt wieder zurückgehen, beziehungsweise hat nicht deterministisch halt die andere These geprüft, dass dann vielleicht hier erst die Hälfte kommt und der hier anfängt, den Stack abzubauen und dann hier am Ende ist. Okay, aber eigentlich weiß er hier immer noch nicht, ob das Wort, weiß er mit Sicherheit immer noch nicht, ob das Wort zu Ende ist, weil ich kann ja noch diesen ganzen Ausdruck hier nochmal hinterstehen haben. Also das heißt, diese Sprache, die ist nicht von einem deterministischen Kellerautomat akzeptierbar, der mit leerem Stack akzeptiert. So, warum ist das so? Die Eigenschaft, die diese Sprache hier hat und die hier nicht hat, die nennt man Präfixeigenschaft. Ich schreibe mal hier Präfixeigenschaft. So, und diese Sprache hier hat halt diese Präfixeigenschaft und diese hier hat das nicht. Und das bedeutet das folgendermaßen. Wenn ich hier irgendein Wort aus dieser Sprache nehme, hier zum Beispiel AA, BBB, dann kann ich darin nichts anhängen, dass ein weiteres Wort aus der Sprache rauskommt. Also wenn ich hier, wie gesagt, wenn ich hier die A's gelesen habe und das erste B lese, dann weiß ich, dass hier die Worthälfte ist und dass ich dann anfangen muss, den Stack wieder abzubauen und ich weiß, dass hinter diesem B nichts mehr kommen kann. Und hier, wie gesagt, diese
Sprache, die zweite hat die Präfixeigenschaft nicht, weil wie gesagt, ich kann hier dieses Wort aus der Sprache haben, nicht mal eine andere Farbe dafür. Also ich kann dieses Wort hier haben, aber dieses Wort kann ein Anfang, also ein Präfix von einem anderen Wort aus der Sprache sein. Und dieses Wort kann wieder der Anfang von einem anderen Wort aus der Sprache sein, sodass ich eigentlich niemals we sicher weiß, wo denn ein Wort nun zu Ende ist. Und ja, damit die Sprache die Präfixeigenschaft hat, also damit die Sprache diese Eigenschaft erfüllt, darf es kein einziges Wort in der Sprache geben, das ein Anfang von einem anderen Wort aus der Sprache ist. Also hier sind ja im Prinzip eigentlich alle Wörter ein Präfix von einem anderen Wort aus der Sprache und hier keins. Aber auch wenn es der Fall wäre, dass es nur ein Wort gäbe, was der Präfix von einem anderen Wort ist, dann würde das die Präfixeigenschaft nicht mehr haben. Hier zum Beispiel hatte ich hier neulich den Fall, wenn ich hier die Sprache, nehme ich mal L3, wenn ich hier A hoch N, B hoch N habe und N größer gleich 0, dann hat diese hier halt die Präfixeigenschaft nicht mehr, weil ich ja noch Epsilon in der Sprache habe und Epsilon kann ja noch der Anfang von einem anderen Wort sein. Also wenn ich hier versuchen würde, den Kellerautomaten zu zeichnen, dann würde ich am Anfang einen Nicht-Determinismus haben, der dann entweder das Keller-Bottom-Symbol von dem Stack löscht oder halt anfängt einzulesen und den Stack damit zu füllen. Also deswegen ist diese Sprache hier auch nicht von einem DPDA mit leerem Stack wohlgemerkt akzeptierbar. Die deterministischen Kellerautomaten, die mit N-Zustand akzeptieren, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Die sind nämlich mächtiger als die, die mit leerem Stack akzeptieren. Ich kann es hier mal kurz aufmalen. Also wenn ich hier, angenommen, ich habe hier die Klasse der regulären Sprachen, Typ 3, dann habe ich hier die Klasse der Sprachen, die von einem DPDA mit, ich schreibe mal kurz Stack, mit leerem Stack akzeptiert werden. Und ich habe die Sprache, die von deterministischen Kellerautomaten mit Endzustand akzeptiert werden. Und ich habe die ganze Klasse der kontextfreien Sprachen, die von irgendwelchen Kellerautomaten akzeptiert werden. Und jetzt ist hier die Sache, also das ist eigentlich keine Obermenge von dem Typ 3, sondern da fehlt auch noch was. Es gibt Sprachen, die sind regulär, aber die sind nicht von einem Kellerautomaten mit leerem Stack akzeptierbar. Ich kann zum Beispiel, hier noch ein nächstes Beispiel. Ich kann zum Beispiel die reguläre Sprache haben hier, die aus einer beliebigen Anzahl von Nullen besteht, hier mit n größer gleich irgendwas, n größer gleich 0 oder so. Und hier die hat die Präfixeigenschaft halt auch nicht, obwohl es halt eine reguläre Sprache ist, aber wenn ich anfange, ja, wenn ich einen leeren Stack benutzen würde, dann könnte ich ja auch nie sagen, wann ich den Stack dann nun leeren muss und wann nicht. Obwohl die halt deterministisch von einem Automaten mit Endzustand erkannt werden können. Also das hier ist eine echte Obermenge dann davon. Und hier, die sind dann wieder eine Obermenge davon. Also die, ja, also wenn es sein kann, dass man, also wenn jemand mal gerne einen deterministischen Kellerautomaten erstellen möchte zu irgendeiner Sprache und kriegt das mit leerem Stack nicht hin, dann kann man es ja mal versuchen mit einer Sprache, also mit einem Kellerautomaten, der stattdessen mit N-Zustand deterministisch akzeptiert, weil die Klasse halt davon mächtiger ist.